Liebe Genossen, ich habe den ehrenvollen Auftrag, euch und allen Angehörigen der Nationalen Volksarmee die herzlichsten, brüderlichsten Kampfesgrüße zum 30. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik zu übermitteln. Wie die Dinge liegen, kommen die sozialistischen Staaten nicht umhin, ihre Verteidigungskraft auch künftig stets auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Wir sind uns, liebe Genossen, der hohen Verantwortung bewusst, die dabei unsere Deutsche Demokratische Republik an der Nahtstelle der beiden Gesellschaftssysteme, der beiden Militärbündnisse in Europa zu erfüllen hat. Die Angehörigen unserer Streitkräfte müssen jederzeit allen Provokationen des Klassenfeindes begegnen und ihre Heimat zuverlässig schützen. An diesem Auftrag wird sich auch künftig nichts ändern.